Das ist mein neues Spielzeug, der Green Fan von Bermuda. Bermuda ist eine japanische Marke, die auf dem deutschen Markt wohl noch nicht so bekannt ist. Zumindest war sie mir kein Begriff. Ich habe den Ventilator zufällig auf Manoki entdeckt. Und da hat mich der Name Green Fan neugierig gemacht. Ich war eigentlich gar nicht auf der Suche nach einem Ventilator. Normalerweise nerven die mich nur. Die sind zu laut, der Luftstrom ist zu hart, ich kriege Kopfschmerzen davon. Aber ich bin dieses Jahr in eine neue Wohnung umgezogen und die hat sehr große Fensterfronten und heizt sich entsprechend schnell auf. Also wollte ich mal schauen, warum ist der denn green, der Green Fan? Ja, und das ist er aus zwei Gründen. Zum einen, weil er extrem wenig Strom verbraucht, ein Zehntel dessen, was ein Ventilator seiner Größe sonst verbraucht. Und zum anderen, der Luftstrom, den er erzeugt, der ist wie natürlicher Wind. Also eine spezielle Bewegung der Rotorblätter verursacht das. Man fühlt sich wirklich, als würde man irgendwo am Meer sitzen und eine leichte Windbrise streift einem. Das ist super angenehm. Man kann den Ventilator auch timen. Das heißt, ich kann zum einen die LEDs ausschalten nachts und ich kann bis zu 4 Stunden Timer setzen. Das heißt, ich kann vor allem auf der ersten Stufe, da hört man ihn nämlich gar nicht, damit ins Bett gehen und er schaltet sich dann automatisch aus. Ist total angenehm. Auch auf der zweiten Stufe hört man ihn kaum noch. Die dritte, vierte ist dann ein bisschen lauter, aber auch überhaupt nicht störend. Was auch super praktisch ist, man kann das Mittelstück rausnehmen. Dann hat man die Größe eines Tischventilators und kann ihn überall draufstellen. Zum Beispiel beim Esstisch oder beim Schreibtisch. Auch sehr praktisch. Ich mache ihn jetzt einfach mal an mit der kleinen Fernbedienung. Man kann ihn natürlich auch direkt vorne anstellen, aber ich mache es jetzt mit der Fernbedienung. So, das ist jetzt die erste Stufe und ihr hört nichts, gar nichts. Wahnsinn, oder? Als würde er gar nicht laufen. Ich schalte jetzt mal hoch. Das ist Stufe 2. Immer noch nichts zu hören. 3. Jetzt hört man ein bisschen was. Und die Stufe 4. Da bläst es jetzt schon ganz ordentlich, aber das bläst auch 10 Meter weit und es ist wirklich ein richtig starker Wind. Trotzdem noch sehr angenehm und ich empfinde das Geräusch überhaupt nicht als störend. Ich gehe jetzt nochmal mit euch vor, damit ihr es aus der Nähe hört. Das ist also die 4. Ja, also für mich hat es die Anschaffung gelohnt, ist nicht ganz billig, mehr lest ihr in meinem Blogpost dazu, aber ich finde ihn einfach super schön und praktisch.